Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der KDW in Thüringen. Wir sehen weiterhin unsere Gäste aus. Mit Cosplay. Und jetzt können wir in aller Ruhe. Ja. Ne? Weiter Holz machen. Holz, ne, nebenbei. So, dann können wir kurz wieder einstellen. So, da ist hey. Das hoch runter, der verwechselt immer wieder. Starten wir richtig. Nein. So, Hauptsache das passt noch mit der Länge. 8 Meter, das passt. War da richtig gut. Müsste mehr als X drücken als C. Bäume haben wir noch. Mal umfallen, Fall. Gut. Die Katze geht hier und der Mensch hier. So lange wollen wir hier. Gut. Ein gutes Feld. Mit der Borken gehen wir hier massiv da. Und fall um. Können wir mal wieder aufforsten. Dann können wir mal eine Woche warten, bis sie wächst. Oder mehrere Wochen, sagen wir mal so. Ich wünsche einen schönen Samstag. Für meine Ehre. Ist einfach.
Also im aktuellen Spielstand eines Streams zu machen, ist praktisch nicht möglich, weil dann müsste ich ja im Prinzip die Folgen, die ich ja vorher gemacht habe, vorher veröffentlichen und dann hätte ich keinen Puffer mehr wegen den Aufnahmen. Würde sich ungünstig machen von der Zeit her. Stream mache ich auch nur, weil es zusammen halt mehr Spaß macht als alleine. Man kann sie austauschen, man kann sie unterhalten. Erfahrung austauschen vor allem. Und wir arbeiten im Prinzip ohne Cosplay, das geht sowieso nicht. Aber mit fast keinem Helfer, dafür haben wir ja im Prinzip menschliche Spieler, die die Aufgabe übernehmen. Die Matchkarte ist eine Wettkampf-Wettkarte, da alle vier Inseln gleich groß sind und somit jeder, also drei Teams im Prinzip, gegeneinander spielen. Es wird theoretisch auch gehen mit vier Teams, aber man kann nicht immer vorher sein, ob alle immer gleich können. Deswegen sind es drei Teams, dass zur Not jemand aushelfen kann. Und wenn man dann nicht voll ist, dann kann man halt nicht spielen. Deswegen ist der Lohner flexibel. Der LKW wird noch voll, dann kann man gleich losdüsen und eine Fuhre verkaufen. Muss ich alle überlegen, ob man auch gleich eine Fräse kauft und vielleicht eine Auspflanz. Das wächst, dauert ja so lange. Ich werde überlegen. Ich habe den Ton ein bisschen gedreht. Jetzt könnte aber die Gefahr sein, dass es zu laut ist. Aber ich habe mir noch ein Mikrofon bestellt, was noch ein bisschen besser ist von der Qualität her. Der Ton soll ja gut sein, ohne dass man schreien muss. Ups.
Die rasen hier auch wieder mal, ne? Fleißig, fleißig. Mal ganz kurz Holz verkaufen. Na ja, wenn der Herr Greka und so ein Fräsen. Ja, man muss sich auch fragen, meine Autos, die fahren wie die Folgten. Ohne sie Beton. Da hast du keine Chance. LKW will auch fahren. Ach. So, kann man Holz verkaufen. Gutes Holz. Auf guten Wald. Da schwebt noch einer. Und plups. Kann man noch verkaufen. 2300 was. Ja. Freie Fahrt. Eine gute Auffahrt machen zum Hof, ne? Das ist ja noch nicht verkehrt, dann machen wir die Bettchen auf Vorweg und die Straße. Ziel über die ist ja eine Auffahrt vorhanden. Hey, stopp, Start, hoch, zwischen und Licht. Muss da nicht aufladen. So, muss ich mal auslaufen, wieder die Uff. So, jetzt wird mal gedreht.
Weil wurde denn so schwer? Wenn du kürzer schneiden willst, könnte man mehr aufkriegen. Na gut, dann machen wir das Sägewerk. Von Anfang an der Quer. Eine Fuhre! Muss ich aufpassen, nicht schnell fahren. Schade wie Sau. Wenn der umkippt, haben wir wohl ein Problem. Wenn wir in den Radlader kommen, nicht aufrichten. Ja, Möbel. Die Mundtreiber erkannt. Da kam eine Meldung, keine Ahnung. Läuft, keine Panik. Ach, oh, zinkst du es irgendwie. Mein Training, das hat sich abgeschaltet. Ja, macht nichts. Macht öfters. Na, komm nicht rum. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Heute mal ein bisschen Forst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Ich sage schon mal Danke. Ansonsten hört und sieht man sich zur nächsten Folge. Sag mal Tschüss und winke winke. Bis dann. Ciao. Mal kurz verkaufen. So, 14. Ah, ja. Kurz abladen, ne? Ja, hier L drücken, L. Da er sich löst. Aussteigen. Und Rest verkaufen. Ich muss nur einzeln, ist ja doof. Ein Stück vorfahren. Ah, nun aber. Nun hat er es gekauft. Dann sagt mal Tschüss, winke winke. Bis dann, ciao.